Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video zeige ich euch, wie ich diesen Hula Hoop Rolling mit diesen Bändern zu einem, wie ich finde, wunderschönen Dance Hoop verziert habe. Warum ich mir überhaupt einen Dance Hoop angeschafft habe und was damit alles möglich ist, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Ich freue mich auch immer über Nachrichten auf Instagram von euch. Den Link zu meinem Profil findet ihr unten in der Infobox. Um den Reifen bekleben zu können, musste ich ihn natürlich erst einmal zusammenstecken. Das war mit dem überhaupt kein Problem. Ich habe dann das Glitzerband an der Stelle angesetzt, wo der Reifen zusammengesteckt wurde, habe das Band in einem schrägen Winkel um den Reifen herumgeführt, dabei darauf geachtet, dass der Abstand möglichst gleich bleibt. Da ich das zum ersten Mal gemacht habe, sind natürlich auch einige Falten reingekommen, aber mein Gott, der Reifen muss ja jetzt nicht perfekt sein, sondern das Ganze macht, wie ich finde, einfach Spaß und am Ende habt ihr euren ganz eigenen individuellen Reifen, den ihr so gestalten könnt, wie ihr wollt. Einen fertig beklebten Reifen kann man natürlich auch kaufen. Ich hätte es jetzt natürlich bei einem Band belassen können. Ich habe das gleiche aber nochmal mit einem weißen Gewebeband gemacht, wobei ich dieses immer in die Lücken geklebt habe. Das Gute an den Bändern ist, dass sie nicht nur hübsch aussehen, sondern auch einen Zweck erfüllen. Denn wenn ihr Tricks mit dem Dance Hoop ausführen wollt, dann helfen euch die Bänder dabei, dass der Reifen nicht so schnell abrutscht. Wenn wir schon beim Thema sind, dann bleiben wir natürlich auch dabei, denn natürlich kann man mit dem Dance Hoop Tricks ausführen, die zum Beispiel mit einem Fitnessreifen nicht möglich sind. Es wird zwischen On-Body- und Off-Body-Tricks unterschieden. On-Body-Tricks werden am Körper ausgeführt. Hierzu zählt das normale Bauchhooping, aber auch das Schulterhooping. Und ich kann euch sagen, dass mir das unglaublich schwer fällt, beziehungsweise dass das einfach noch gar nicht funktioniert. Zu den Off-Body-Tricks gehören alle möglichen Variationen von Handhooping. Man kann aber auch zum Beispiel mit den Beinen hupen. Damit ich mit meinem Reifen sowohl On-Body- als auch Off-Body-Tricks üben kann, habe ich mich jetzt für eine Hula-Hoop-Zwischengröße von ungefähr 85 cm Innendurchmesser entschieden. Wenn ihr euch von vornherein für eine Art des Dance-Hoopings entscheidet, könnt ihr natürlich dementsprechend die Größe eures Reifens anpassen. Das bedeutet, für On-Body-Tricks könnt ihr euch einen größeren Reifen besorgen, wie diesen mit einem Durchmesser von 100 cm. Mit dem kann man zum Beispiel auch sehr gut das Hulern auf der Hüfte üben, denn mir persönlich ist das Hüftehulern mit dem Fitnessreifen total unangenehm. Mit einem kleineren Reifen könnt ihr reine Off-Body-Tricks üben, denn wenn ihr da einen zu großen Reifen nimmt, dann wird das schnell unhandlich. Ich befinde mich noch ganz am Anfang meiner Dance-Hooping-Reise, bin aber total gespannt, wohin mich das Ganze führt und freue mich vor allem darauf, viel Neues zu lernen. Das Dance-Hooping sehe ich hierbei nicht als Ersatz, sondern eher als Ergänzung zum Fitness-Hooping. Ich werde also weiterhin fleißig vorm Fernseher hulern und auch gerne weitere Hula-Hoop-Workouts für euch erstellen. Ich glaube, das Dance-Hooping könnte für mich tatsächlich ein neues Hobby werden, vor allem da Tanz immer Teil meines Lebens war und auch bleiben soll. Und hier öffnet sich ein komplett neues Feld für mich, wo ich das Tanzen mit dem Hulern verbinden kann. Total schön. Was mich natürlich interessiert, ist, ob ihr schon Erfahrungen mit Dance Hooping gemacht habt, beziehungsweise könnt ihr euch vorstellen, damit anzufangen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.